Grüße aus Westerhausen zum DM Open Finale 2023. Ich bin zweiter Grad, habe 2 Punkte auf dem ersten und es zählt nur eins, vor dem Erstplatzierten zu sein und dann nach dem zweiten Lauf wird abgerechnet. Also von daher, cool, ja. Die Open-Saison war gut bisher. Ich stand jedes Rennen außer in Eichwald auf dem Podium. Da habe ich ein bisschen Mist gebaut. Da lag ich leider im zweiten Lauf am Start direkt und musste von relativ weit hinten vorfahren. Und da habe ich definitiv Punkte liegen lassen. Von daher, ja, was will man da irgendwie noch wehleidig sein? Nee, wird immer nach vorne geschaut und dann guck mal, was hier rauskommt. Von daher, was ist Ziel für heute? Ganz klar, den Titel. Dafür bin ich hier, dafür gebe ich alles und dafür habe ich das ganze Jahr gekämpft, dafür habe ich das ganze Jahr hart trainiert. Es ist immer ganz, ganz schwierig, sowas, mit sowas umzugehen und es ist nicht einfach, weil doch jeder fragt, ja, es geht um Titel, jeder sagt, oh komm, du schaffst das morgen, aber das Wichtigste ist wirklich immer durchzuatmen und auf sich zu konzentrieren und ja, es ist leichter gesagt als getan, aber mit unserem Trainer Conny arbeiten wir jedes Mal immer wieder aufs Neue dran, immer wieder dankbar zu sein, wehmütig zu sein, die ganzen Dinge, die man hat, das auch nicht als selbstverständlich wahrzunehmen. Von daher, ja, was kann passieren heute? Klar, entweder gewinnen oder verlieren, das gehört im Sport dazu. Von daher, alles geben, das ist das, was ich machen kann und nur auf mich zu konzentrieren und dann werden wir sehen, was rauskommt. Hey Leute! Ich bin hier auch in Westerhausen zusammen mit Timmy. Ich war sogar gestern schon da bei der DM 250. War eine ziemlich spontane Nummer. Ich habe mich ja dieses Jahr verletzt. Ich hatte einmal eine kleine Blessur am Oberschenkel, einmal meine Schulter ausgekugelt und Schulterblatt gebrochen. Deswegen konnte ich dieses Jahr leider an nicht so vielen Masters und deutschen Meisterschaftläufen teilnehmen. Somit dachte ich auf jeden Fall, es ist eine gute Entscheidung, mich nochmal bei der DM zu zeigen. Gestern richtig viel Spaß gehabt auf dem kleinen Bike. Heute meine eigentliche Klasse. Im Motocross die 450 Kubik, die DM Open und ja, freue mich schon sehr auf die Wertungsläufe heute. Westerhausen, schöne Strecke, Hartbodenstrecke, immer tief gekobert, schon zum Training immer bestens vorbereitet, also ich freue mich mega hier auf die Rennen. Richtig viele Spuren, ich dachte gestern ist schon mega, mega schwierig gewesen, aber heute Morgen das Quali war gefühlt schon schlimmer wie der zweite Lauf gestern, also nochmal 4 Spuren mehr, also insgesamt 8 oder 10 Spuren in einer Kurve, ich freue mich aber wirklich sehr über die 2 Wertungsläufe heute noch. Training und Zeittraining ist jetzt vorbei. Ich war Dritter im Zeittraining. Ist alles relativ eng zusammen. Die Strecke ist gut gekrubbert, tiefe Rillen. Und ja, wird nachher, denke ich mal, spannendes Racing. Wie ihr seht, ich stehe hier am Startgatter. Also, wenn das Ding fällt, dann geht's um die Wurst. Also wir als Team machen genau das Gleiche wie bei jedem Rennen. Wir geben alles. Wir wünschen uns natürlich den Titel, aber ich meine, das ist vorne extrem eng zwischen Nico und auch Tim. Beides ziemlich ein gleiches Niveau. Möge der Stärkere gewinnen, aber ich vertraue natürlich meinem Fahrer und seinem Mechaniker zu 1000%. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass wir mit einem Meistertitel nach Hause fahren. Also ich bin schon mehr nervös wie sonst, aber gemacht, was anderes gemacht wie sonst habe ich eigentlich gar nicht. Die Nervosität lasse ich mir einfach nicht anmerken, dass der Tim auch ruhig bleibt. Tatsächlich wäre es der erste Titel für das ganze Team und ich meine, DM-Titel holt man nicht jeden Tag. Also wenn ich sage, ich bin nicht nervös, würde ich lügen. Natürlich bin ich aufgeregt und auch nervös. Versucht es natürlich nicht so zu zeigen und schleicht so ein bisschen am Wohnmobil noch rum, aber natürlich bin ich aufgeregt, klar. Ja, ein bisschen Alarm machen heute. Ich schwenk mal durch, ich frag die mal, die Jungs, die haben alle richtig Bock. Wir haben uns schon schön naja, zurecht gemacht, wenn man so sagen kann. Wir geben alles. Ey, Basti! Hey, Lieberberge! Oh yeah, der heißeste Shit! Nö, da ist er alt genug, da sollte das eigentlich gut hinkriegen und dann
sage immer mehr, wie es Beste geben wird ja sowieso nichts. Und dann gucken wir heute Abend, was rauskommt. Ne? Am Ende muss er genau das machen, was er sonst auch macht, nämlich sich auf die Sache konzentrieren, in der Handlung bleiben, seine Abläufe, seine Routinen einfach abspulen und so wenig wie möglich halt denken. Letztendlich kann er es, hat er mehrfach gezeigt, gerade dieses Jahr, dass er richtig gut drauf ist, dass er auch, denke ich, nochmal einen richtigen Sprung gemacht hat. Und ja, ich glaube, er weiß es und bis jetzt läuft es auch alles sehr, sehr gut. Mit dem Sprung, du, da hast du aber auch ganz schön. Super spannend gewesen, aber wirklich ja, für uns natürlich mit idealem Ausgang. Timmy hat aktiv dazu beigetragen, dass er jetzt in Führung ist. Und ja, jetzt gilt es halt im zweiten Lauf genauso die Ruhe zu bewahren. Und letztendlich kann er nur sein Bestes geben und ja, die Konkurrenz können wir nicht beeinflussen. Ja, erster Lauf vorbei. Ja, spannendes Racing auf jeden Fall und dritter Platz. Zwei Plätze vor Nico. Ziel erreicht oder das war das, was ich wollte. Vom Fahren her war das okay, war gut. Hab am Anfang ein bisschen Federn gelassen, weil ich ja, wusste nicht ganz, wie ich es einzuschätzen habe. Aber mehr oder weniger auf Sicherheit gefahren. Also Nico ist hingefallen dann und ich wusste, ich bin vor ihm. Von daher rundfahren, alles rund durchfahren. Und Boris war Dritter die ganze Zeit. Er hat mich am Anfang überholt und er ist mir ein bisschen weggefahren am Anfang. Aber Boris hat Fingerprobleme und ich wusste, er hat sich einen ganzen Finger gebrochen, dass er dann nachlässt, weil er hat Schmerzen und ja, er konnte nicht dagegenhalten. Von daher noch vorbeigefahren im zweiten und letzten Lauf im Finale. Muss nochmal alles klappen. Von daher jetzt nochmal kurz schlafen, ausruhen, besinnen und dann Attacke. Zu viel Verbrauch, weil man zu groß und zu schwer ist, ne? Wie so ein Kevin. AKA zu fett. Also ich wollte es jetzt nicht so sagen. Oh, 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 oh. Und dann wird einmal getankt, dann wird Kette geschmiert und geguckt, ob die Spannung passt. Und dann wird nochmal Luftfilter gecheckt. Und noch die Nummerntafel sauber gemacht und Kette. Und Gabel entlüftet und dann soll es gewesen sein. Ich hatte einen guten Start, war da ein bisschen eng in der ersten Kurve, habe mich
gut durchgemogelt, war glaube ich 7. Dann hatte ich gleich einen super Flow, obwohl die Strecke wirklich, die haben gar keine Lust gehabt, irgendwas zu schieben. Also die wollen es richtig aggressiv und hart heute. Hab gute Spuren gefunden, einen super Flow gehabt, war dann 6. Und da war ich, glaube ich, ziemlich lang, Viertelstunde. Und dann kamen leider noch die paar Schnellen von hinten, die Top 5 Guys von der DM250 von gestern. Und da sind nochmal 3 vorbeigerutscht. Und gegen Ende war ich dann noch ein bisschen müde, deswegen muss ich den 9. auch noch abgeben. Aber gesamt 10. Zufrieden, Top 10. Zweiter Lauf möchte ich gerne das gleiche Ergebnis und wenn dann, muss es einstellig werden und nicht schlechter. Ich habe gekämpft dafür, ich habe so hart, ich habe alles probiert. Es war nicht einfach, Nico ist gut gefahren im zweiten Lauf und ich habe nie aufgegeben. Ich habe immer gedacht, los komm, nicht zurückstecken und ein unbeschreibliches Gefühl. Geil, zum zweiten Mal deutscher Meister. Traum wird wahr. Gänsehaut. Einfach mit den ganzen, Umfeld. Mega geil, hätte spannender sein können bis zum Schluss. Alles gegeben, Respekt an beide, wir haben es geschafft. Es war nervenaufreibend bis zum letzten. Nochmal, das geht nicht. Ne? Und, aber es war hart, aber fair, oder nicht? Es war einfach nur klasse. Die Jungs haben alles gegeben, Timmy hat gewonnen und das freut mich besonders. Erleichtert. Es war schon ein anstrengendes Rennen, also anstrengend für mich und für den Team, würde ich sagen.
Insgeheim haben wir es ja gehofft, aber es war halt wirklich knapp bis zum Schluss und ja, die Arbeit hat sich ausgezahlt, würde ich sagen. Ja, erleichtert. Durchgehend ganz hohe Pulswerte gehabt, obwohl ich nicht gefahren bin. Aber ich sage immer, hofft ja immer das Beste, gell? Und fieber damit. Wenn das so ausgeht, ist man umso glücklicher und das bestätigt einen immer so die harte Arbeit und alles. Und amazing. Hat jedes Rennen alles gegeben. Ich kann nur noch mal sagen, Glückwunsch an ihn, er hat einen riesen Step gemacht im Winter und es hat immer Spaß gemacht, mit ihm zu kämpfen. Von daher freue mich jetzt umso mehr, das geschafft zu haben und ja, mal gucken, wie es weitergeht. Das hat mir viel Geld gekostet. Ja.